Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ich begrüße euch zu den Tagesbotschaften, die Botschaften aus der geistigen Welt, die gültig sind ab dem Moment, wo du sie findest und ab dann so circa 24 Stunden mitschwingen. Um was geht es denn genau jetzt, Spirit? Was ist das Thema? Es könnte sein, dass du dich gerade in einer Situation befindest, die, wenn du die ganze Sache mal so ein bisschen verstandesmäßig betrachtest, ein bisschen verfahren, ein wenig aussichtslos ist. Und hier kannst du dir sicher sein, dass du mal wieder auf die Probe gestellt wirst vom Universum, wie stark dein Glaube ist, wie stark du im Vertrauen bist, dass deine innere Stimme dich immer richtig leiten wird. Und die ersten beiden Karten möchten dir mitteilen, dir wird geholfen, und zwar von höherer Stelle. Hinter den Kulissen ist der Himmel schon dabei, dir zu helfen, selbst wenn du es jetzt noch nicht erkennen kannst. Ja, und ich hatte gestern mit einigen einen regen Austausch, was Menschen angeht, die einem so am Herzen liegen und wo man den Eindruck hat, dass diese Menschen fremdgesteuert sind, dass die Mütter dieser Menschen, die Familien dieser Menschen einfach noch einen wahnsinnigen Einfluss ausüben, eine wahnsinnige Macht über diese Menschen haben. Und da darfst du mit diesen Karten im Vertrauen bleiben, dass es gerade so sein muss, weil der Himmel vielleicht hinter den Kulissen gerade ein paar Komödien dreht, ich sage das jetzt bewusst mal ironisch, wo diese Menschen, um die du dir vielleicht gerade Sorgen machst, vielleicht genau das bekommen, was sie gerade brauchen, um zu erwachen. Deshalb ist es wichtig, hier optimistisch zu bleiben. Deine Träume werden wahr. Steige nicht aus, wenn das Wunder kurz bevorsteht. Also wichtig ist einfach, dass dein Mindset positiv eingestellt bleibt, dass du deiner inneren Stimme vertraust. Und jetzt nicht anfängst, den Kopf in den Sand zu stecken, nur weil das Bonbon nicht wirklich gerade greifbar ist. Welche Frage darfst du dir denn heute stellen? Es wird auch wieder leichter nach meinem Empfinden. Die letzten 3 Tage, die waren echt ein bisschen sehr komisch, auch von der körperlichen Warte aus gesehen. Aber heute bin ich wach geworden, wie nach so einer Zeit, wo man Fieber gehabt hat und man merkt, so, jetzt ist es weg, jetzt hat es der Körper ausgeschwitzt, jetzt bin ich wieder ich. Deine Frage, die du dir stellen darfst, ist es so, dass ich für mich genügend Pausen einlegen kann, sodass ich meine Energielevel wieder, meine Batterien wieder betanken kann und zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, denn wenn man keine Kraft hat, dann ist das schon mal leicht, dass man sich auch runterziehen lässt von schweren Energien. Sobald man aber in seiner Mitte ist, weil die Batterien eben voll sind, kann man eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen. Ist ja logisch, ne? Du bist immer nur so stark, wie dein Körper eben ist, und dein Körper ist eben immer nur so stark, wie dein Mindset ist, und ja, auch nur so stark, wie du ihn sein lässt. Ein Körper braucht Ruhe, ein Körper braucht Futter, ein Körper braucht auch Wasser. Und gibst du diesem Körper nicht all das, was er braucht, dann kann er schon mal anfangen zu schwächeln. Und geht es der Seele nicht gut oder einem Seelenanteil nicht gut, dann merkt dein System das, und umso wichtiger ist es in diesen Momenten, dass du dich gut um dich selber kümmerst. Heute ist dein Mantra laut dieser Karte: Je mehr ich mir selber die Erlaubnis erteile, mich auszuruhen, desto mehr Erfolge werde ich ernten. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich mein Zapunzelchens-Deck und wir gucken mal, was genau auf dich zukommen möchte. Die Tagesenergien beziehen sich jetzt nicht auf das Thema Seelenpartnerschaft oder Liebe allgemein, sondern hier kann es um jeden Menschen gehen, der dir in irgendeiner Form am Herzen liegt. Es kann aber auch um was Berufliches gehen, was Familiäres. Du suchst dir dein Thema aus und ich suche mir jetzt neun Karten, die mir hier mal so ein bisschen mehr Input geben.
Da liegt das Thema schon auf dem Tisch, von dem da gestern mit einigen drüber geredet wurde. Das ist irgendwie am nächsten Tag häufig so. Aber gut, was wichtig für manche von uns gestern war, ist wichtig für manche von euch heute. Das sind eben Kollektivenergien. Noch eine bitte. Dankeschön. Da wird Klarheit in die Sache kommen und das relativ zeitnah. Es kann sein, dass du dich jetzt so ein klein bisschen zurückgezogen hast. Das heißt nicht, dass du total auf Tauchstation gegangen bist. Manche schon, andere, die brauchen aber nur so eine Nuance, sich zurückzunehmen von den Menschen, die ihnen wichtig sind. Und diese Menschen raffen das schon. Das kommt immer darauf an, wie achtsam man ist und wie achtsam das Umfeld schon ist. Ja, also, das wird sich alles, wie es aussieht, auflösen. Es ist so, dass du jetzt hier in einem Prozess bist, wo du anfangen darfst, dich zu befreien, noch ein Stück weit mehr zu befreien von deinem Mangeldenken. Du darfst immer mehr besser lernen, dass die Dinge nicht immer genau so sind, wie sie im ersten Moment erscheinen. Du darfst auch den Menschen in deinem Umfeld vertrauen, dass sie in den letzten Wochen, Monaten was haben lernen dürfen. Es kann ganz gut sein, dass du auf Nachrichten wartest. Es kann aber auch gut sein, dass Nachrichten einfach ausgetauscht werden. Nach meinem Empfinden, je mehr du auf Nachrichten wartest, desto wahrscheinlicher ist, dass diese kommen. Die Dinge dann mal loszulassen, sich zu befreien, auch von diesem Mangeldenken. Ne? Wenn du jetzt sehnsüchtig auf eine Nachricht wartest und die kommt nicht, dann ist diese Person, von der die Nachricht ausgehen sollte, irgendwo unter Druck, weil wenn sie ein bisschen sensibel ist, dann spürt die deine energetische Schwingung und denkt doch, nee, auf diese Erwartung habe ich jetzt keinen Bock einzugehen. Deine Lernaufgabe für die nächsten 24 Stunden ist wirklich, sich von dieser schweren Energie zu befreien. Wenn du Austausch möchtest, dann sorg dafür, dass dieser Austausch stattfinden kann, indem du damit anfängst. Wir sehen auf der Herzensebene, dass deine Emotionen ja schon ziemlich im Vordergrund stehen und du auch eine gewisse Sehnsucht nach einem Menschen hast, aber vor allen Dingen Sehnsucht nach Stabilität. Und du stellst vielleicht hier und da noch fest, dass andere Menschen in der Lage sind, deine Stabilität zu knicken. Vor allen Dingen dann, wenn diese Menschen deinen Wert nicht erkennen, den du vielleicht für dich schon anerkannt hast. Diese Sehnsucht ist ein relativ normal menschliches Verhalten, energetisch gesehen, aber trotzdem Mangeldenken, wenn du dich nach was sehnst und danach auch noch süchtig bist, dann stellt das Ganze ja irgendeine Bedürftigkeit dar. Da darfst du einfach mal überlegen, ob du diese Sehnsucht nicht umwandeln kannst in Dankbarkeit dafür, dass dieser Mensch oder diese Menschen oder dieser Job oder was auch immer in dein Leben gekommen ist. Und dich schlussendlich auch in deine Stabilität gebracht hat. Und durch all das, was jetzt so die letzten Tage nochmal an die Oberfläche gekommen ist, kommst du in so eine Art Reinigungsprozess. Da werden vielleicht auch so ein paar alte Vorstellungen nochmal losgelassen. Und du beschließt für dich, dass der Spaßfaktor in deinem Leben auch nicht zu kurz kommen darf. Und der Spaßfaktor wird heute auch nochmal groß geschrieben und es wird eine Begegnung geben. Das muss jetzt nicht eine Begegnung sein mit dem Menschen, von dem du hier so sehnsüchtig irgendwas erwartest, sondern es wird eine Begegnung geben und zwar eine Begegnung, die dich auch erfüllt und auch bereichert, inspiriert. Sobald du von diesen gemeinsamen Plänen, die du mit diesen Menschen, die du zuerst hier im Auge hattest, abrückst und wieder in deine Leichtigkeit kommst, ziehst du praktisch die Energie von ihm ab oder von ihr ab, je nachdem, für wen du hier schaust. Und das führt dazu, dass dieser Mensch wohl merkt, hier stimmt was nicht und dadurch kommt er wieder auf dich zu. Wichtig ist, im Fokus zu behalten, dass du dich authentisch zeigst. Und mit der Authentizität haben so manche noch ihre liebe Mühe. Also manche Menschen versuchen mir auch ein X für ein U vorzumachen. Und ich bin zwar nicht
Mrs. Allwissend, aber ich habe nun mal einfach eine gute Intuition, und wofür ich echt ein Gespür habe, ist, wenn Menschen mir versuchen, einen vom Pferd zu erzählen. Also versuch dir bitte, dieses Maskengehabe abzulegen, denn es gibt genügend Menschen auf der Welt, die das durchschauen können. Je länger du deine Masken trägst, desto länger bleibst du in der Durststrecke und nichts erfüllt sich von den Träumen, die du hast. Aber grundsätzlich soll das heute nicht erzählt werden, sondern eher, dass wenn du was im Auge hast, einen Wunsch im Auge hast, dass heute der Rat an dich ist, hier optimistisch zu bleiben und voll darauf zu vertrauen, dass sich dieser Wunsch erfüllt, dann wenn die beste Zeit dafür ist. Und die scheint jetzt momentan noch nicht zu sein, aber in Kürze wird auf jeden Fall sich hier was vorwärts bewegen, und zwar zu deinen Gunsten. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, bedanke mich auch bei allen, die eine neue Mitgliedschaft eingegangen sind im Mitgliederbereich, in meinem Zapunzel-Spezialbereich. Ich erzähle es nochmal kurz. Das ist eine Geschichte, wo ich von montags bis freitags eine zusätzliche Legung auf den Seelenpartnerprozess mache. Dort sind wir irgendwie 30, 40 Leute. Das schwankt immer so ein bisschen, und dementsprechend sind die Legungen deutlich präziser als im allgemeinen Bereich. Und es ist halt eben so, dass ich dadurch so ein gewisses Grundeinkommen habe, was mich dazu befähigt, diesen Job, das ist kein Job, das ist meine Berufung, hier auszuleben und eben auch für die Öffentlichkeit täglich orakeln kann, weil ich mir einfach die Zeit dafür nehmen darf. Dafür möchte ich allen, die mir da zur Seite stehen, nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. All die, die neu dazukommen, über die freue ich mich natürlich auch. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Aber wie gesagt, diese Legung ist zeitunabhängig gültig ab dem Moment, wo du auf sie stößt. Ich wünsche dir den Frieden, hör auf dein Herz und bleib mir vor allen Dingen gesund. Bis dann.